Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Apodia 2. Nachdem wir uns mit dem Kaiser getroffen haben, hatten wir auch noch einen Termin mit den Herrschaften vom Imperium. Das Ganze habe ich in die letzte Folge nicht mit reingekartet, damit es nicht zu lange wird. Das Ganze gibt es nämlich jetzt. Wir haben uns wieder über interessante Dinge, die auch gut zu wissen sind, unterhalten. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns dann gleich nach dem Intro wieder. Ich dachte schon, ich habe falsche Koordinaten rausgegeben. Hallöchen. Nein, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Alles aber gut, wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag, ahoi, Matrosen. Hallo, ahoi und moin. Hat schon mal schön angezogen. Ja, aber ihr seht auch nicht schlecht aus. Naja. Hölle war noch nicht gnädig genug. Oder wir hatten erstmal andere Pläne. Ja. Leider Gottes konnte ich keine Willkommensgeschenke mitbringen, weil wir quasi von einem Treffen ins nächste gereist sind. Ich kann auch noch nicht allzu viel anbieten, vielleicht ein bisschen Eisen und ein paar Poppies, aber ansonsten nee. Geht halt nicht viel. Ja. Alter Geier. Das ist gute Geste, nicht wahr? Ja, haben sie auch noch ein paar Blumen, Captain. Ein Eye of Ender kann ich auch noch anbieten. Könnt ihr euch eine Ender-Chest craften oder so? Ah, wunderbar. Wir können gegen geltende göttliche Gesetze verstoßen und direkt losstarten. Okay, das verstehe ich. Naja, mehrere Eye of Ender. Endlich ins Ende. Ach so. Nee. Nee. Außerdem wurde mir gesagt, dass das momentan sowieso nicht möglich sei. Ach, wie langweilig. Ja. Wie sieht's euch aus bei euch da unten im, ich sag mal, Hexenkessel? Sind ja alle Fraktionen auf einen Spot? Oh ja, ihr seid ja ziemlich weit weggegangen, das muss man schon sagen. Ihr seid am weitesten weg von allen. Naja, im Prinzip sind wir da in der Nähe, wo wir fast gespawnt sind. Echt? Warte mal, das geht ja aber auch noch. Ja. Also es ist nicht weit weg. Es ist auf jeden Fall außerhalb vom Radius. Ja, aber es ist nicht so weit. Naja, es sind 1500 Blöcke außerhalb vom Radius. Oha. Das geht ja. Ja. Also ich habe tatsächlich mir die Himmelsrichtung schon sagen lassen von jemandem. Also ich war schon bei euch. Ich war auch schon überall. Wie bitte? Lass mich raten, Santibus. Ja. Ja. Wie steht ihr denn zu den vereinten Freiläufern? Oh, ich weiß nicht. Freiläufer ist so, die grenzen sich ab so ein bisschen von diesen so Gesetzlose. Das, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So Freiläufer, das klingt schon so zu frei. Ja, unsere Meinung ist relativ einfach, nachdem Santibus bei jeder Fraktion hat versucht, Streit anzuzetteln, Intrigen anzuzetteln. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Und vermutlich auch bei uns geraubt hat, ist für uns relativ klar, dieser Gott muss seines Postens beraubt werden. Ja, möchte gern Gott. Ja. Also, es gibt wohl auch bei euch angeblich in der Fraktion Leute, die gegen ihren König sind und unbedingt eine Demokratie haben wollen. Bei mir König in der Fraktion. Absägen. Aber selbstverständlich. Ach so. Hat der Santibus das nicht gesagt? Ja gut. Ja gut, sowas ist natürlich... Nee, so ist er zu uns tatsächlich noch nicht gekommen. Zu mir zumindest noch nicht. Ich habe ja meine Hand. Ja. Aber er kam dann ja, also das muss ja sein, das hat er ja gesagt, sind wir die Letzten, mit denen er es klären musste, dass alle Fraktionen sich zu einer Fraktion zusammenschließen, um gegen Kaisersreich zu kämpfen und in einer Stadt nur leben?
Nein, das war der Plan von Santi. Davon habe ich mitbekommen. Davon habe ich mitbekommen. Santi Nein, hatte da vor. waren, damit waren wir, also laut unserer Information von Santi, waren damit alle schon einverstanden und wollten Was? nur Nein. dir Nee, fehlen. nee, ich Nein. glaube, er war bei den Genies und beim Kaiserreich, dann war er bei uns und dann wollte er zum Imperium. Nee, ich habe Fehlt dir das da. Imperium noch? Ich habe da ganz klar gesagt, nee, weil mir der Spot gefällt, wo ich bin. Ja, so ähnlich war das bei uns auch. Und dass er dann noch gesagt hat, dass in jeder Fraktion irgendwie Unruhe ist und die sich neue Anführer wünschen, war Also für uns recht schnell Bündnisse. klar, das ist eine Meuterei, in die wir nicht mit reingrätschen wollen. Bündnisse an sich finde ich okay. So möchte ich auch hier einmal mit einem Handschlag sagen, dass wir vielleicht friedlich gesinnt sind, sein sollten. Das ist schön, das ergeht uns genauso, bis auf komische Götter und Engel Ja, respektieren wir allerdings eigentlich. eins muss man halt schon sagen, wenn man den Blick nach Süden wirft, da ist einem schon ein bisschen nicht gut zumute, wenn man diese Größe vom Kaiserreich halt sich anguckt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wir werden, glaube ich, sehr lange beobachten, was da vor sich geht. Also wir planen weiterhin so etwas zu machen wie ein ja, Anführerrat, Ältestenrat, wo sich dann die ja, Gründer treffen und vielleicht politische Entscheidungen über Handel und Co. zu treffen. Ja. Das klingt sehr ratsam. Ja. Also, Weil um wir vor allem müssen auch sagen, Gerüchten aus dem Weg zu gehen, vor allem. Und ja, wir klar. müssen auch sagen, wir haben auch unter anderem schon mit dem Kaiserreich gesprochen und auch mit den Genies gesprochen und so. Waren uns bis jetzt auch alle sehr wohlgesonnen. Ja, klar. Das haben wir auch Also. gemacht. Also ich war jetzt auch schon mittlerweile bei, glaube ich, allen außer den Hobbits und habe erstmal Frieden. Ich meine, man muss ja nicht gleich hier irgendwo Streit suchen. Man kann Ja, auch alle erstmal friedlich miteinander leben. wir sind ja gerade erst alle angekommen und ich würde Ja. behaupten, dadurch, dass sich jetzt erst die Hölle auftat, können wir jetzt auch erst langsam alle starten, vernünftig uns zu etablieren. Genau, man muss sich auch erstmal was aufbauen. Wir sind ja auch noch mitten im Aufbau. Nö, nee, und ansonsten Also ich habe schon gesehen, ihr habt schon echt ein paar tolle Sachen gebaut, ne? haben wir? Ja, haben wir. gar nicht so viel. Also ich finde vor allem den Hafen finde ich echt hübsch gemacht. Und dieses eine Haus da, was da ein bisschen weiter entfernt steht, das sah jetzt auch nicht schlecht aus für den Anfang. Also an sich gebaut habt ihr schon ein bisschen mehr als wir. Wir sind noch in der Ach. Planung, weil wir haben einen riesigen Berg abzutragen. Ja, also. Das Haus im Also Norden wirklich. oder was? Ja, im Norden von eurer Base, genau. Oh ja, da bin ich gerade dabei. An sich ist das so ziemlich das erste Gebäude, was Ja, wir für damit uns habe ich gebaut auch haben. heute erst angefangen. Ja, Also aber mal schauen. ich bin aber mal gespannt, wie das Schiff dann irgendwann aussieht bei euch. Da bin ich mal gespannt. Oh, da bin ich auch gespannt, was Sieht das schon wird schon mal werden. gut aus. Und Ja, ihr an wart bei uns sich. auch schon mal. Wir waren eigentlich so ziemlich überall schon, oder? Ich war überall, hab schon ein paar Freiläufer entdeckt. Also wir behalten alles ein bisschen im Auge. So einfach mal rüberschauen und nichts tun. Ja, klar, ihr seid ja auch ziemlich auf Distanz, nicht? Ja. Momentan. Ach, wir sind öfter mal näher, als man glaubt. Mit Schiffen ist sehr viel, sehr schnell erreichbar. Ich hoffe nur einfach, dass ihr eurem Status als Piraten jetzt nicht unbedingt aller Ehre macht, ne? Nein, wir sind ja auch. Ei, Leute. Wir sind ja ganz entspannt. Okay, das ist sehr gut. Nein, also solange man Beruhigt. uns nicht negativ gesinnt ist, hat man eigentlich nichts zu befürchten. Oder uns Okay. hintergeht. Und wie gesagt, Nö. dadurch, dass der Anführer der Vereinigten Freiläufer unserer Meinung uns bereits hintergangen hat, ist für uns schon klar, da werden wir handeln. Ja, also ihr könnt natürlich tun lassen, was ihr wollt. Ich würde mal empfehlen, nichts zu überstürzen, nicht? Ich meine, man möchte ja nicht, dass sich so ein Konflikt dann noch irgendwie aufheizt. Weiß ich nicht. Wir wurden ja bereits geplündert. Wir reagieren W nicht. wisst ihr, dass ihr das, dass die das, dass er das war? Ich persönlich könnte es auch Anticket zutrauen. Womit wir wieder in derselben Fraktion sind. Ja, gut, stimmt, mittlerweile. Also, und dadurch, dass wir wissen, dass Anticket auch versucht hat,
ja bei einer ganz anderen Fraktion angeblich beizustehen, wissen wir, der hat ja auch schon hintergangen. Also wir wissen, das Ja. ist eine Fraktion, die nur durch Lüge und Intrige entstanden ist. Das mag sein. Also Und ich werde da Tantibos hat ja natürlich. zum Sturz so ziemlich aller Könige und Anführer aufgerufen, als er bei uns war. Das Ja. Ganze haben wir abgelehnt. Vielleicht fangen wir jetzt doch damit an, aber halt nur bei einer Fraktion. Leider Gottes seine. Ich werde jetzt nämlich in Zukunft auch ein bisschen achtsamer sein und ein bisschen genauer hingucken. Ja, dem Santiboss ist nicht zu vertrauen. Der hat also mindestens drei Fraktionen hat er belegbar hintergangen. Ja, er ist ein bisschen am Anstiften und das muss man beobachten, ganz klar. Doch, wir sind eher am Handel. Wir beobachten nicht so gerne. Okay, das sei euch überlassen. Wir sind dann gespannt, ob er Verbündete hat oder nicht. Aber man kann das doch bestimmt auch rein politisch irgendwie noch klären, in dem Rat, den wir noch vorhaben, irgendwann zu gründen. Er hat aufgerufen zur Meuterei, er bekommt seine Meuterei. Weiß ich nicht, wollte er bei euch vielleicht auch schon in die Fraktion eintreten? Eintreten? Ja. Nee, Also eigentlich wir nicht. wissen von mindestens zwei Fraktionen, die er beitreten wollte. Wir wissen von drei Fraktionen, die er überzeugen wollte von seinem Ding. Und als er bei uns war, wollte er bei mindestens drei Fraktionen den jeweiligen Anführer quasi stürzen lassen durch unsere Hand. Den Plan haben wir übrigens abgelehnt. Ja, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Ja, den kann man Gut. nicht weiter vertrauen, als man im Nebel sehen kann. Ansonsten, was macht ihr hier eigentlich jetzt? Warum seid ihr ausgerechnet jetzt hier und nicht bei eurer Base? Müssen ja nicht jeden so weit reisen lassen. Ach, ihr seid von eurer Base hierher gefahren? Ja. Ja, Ja, wir waren gerade bei eurer Base und haben euch gesucht. ja. Ja, wir waren Wow. bereits hier bei anderen Gesprächen. Ach so. Ach, mit wem denn? Gibt ja nicht viel Auswahl. Mit anderen Fraktionen oder wie? Mit anderen Personen. Nicht mit einer anderen Fraktion. Personen. Geht das nicht konkreter? Nein. Okay, ich merke schon. Sagen wir einfach, vorausgesetzt, die vereinten Freiläufer sollten Verbündete haben, haben wir bereits auch Verbündete. Ja klar, also ich bin ja auch mit allen friedlich gesinnt und. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Wollte gerade sagen. Und habe auch schon meine Verbündeten. Habe ich auch noch nicht erlebt. Vier Leute stehen da und der Creeper rennt entspannt Das vorbei. war bestimmt ein Spion. Das war ein Spion, ja. Nein, das war ein Attentat. Er wollte uns erst irgendwie ausspionieren und dann wollte er hochgehen. Naja. Aber dann seid ihr ja ziemlich weit gereist, um festzustellen, dass wir gar nicht da sind. Ja, naja, eben. Naja, Habt ihr denn gut, aber. auch die wahrscheinliche Freiläuferbasis gefunden unterwegs? Nein, mir wurde nur bis jetzt noch nicht gesagt, wo die ist. Habt ihr Informationen? Vermutlich, ja. Wir haben Vermutlich liegt eine sie von. Annahme. Vermutlich liegt sie von hier aus im Nordwesten. Könnt ihr mir vielleicht ein paar genauere Daten geben? Wenn wir müssen gleich mal überprüfen, ob das wirklich die Basis ist. Aber ansonsten Aber wahrscheinlich bei circa ist da oder eine ja, Basis? da ist auf jeden Fall eine Basis. Also, Okay, bei es wurden schon circa? Mauern vorgezogen, Grundrisse. Bei circa was? Circa 340 minus 3180. Minus 3000? 180. Ja, wir werden Also, das gleich auch nochmal auskundschaften. Ne? es gibt ja dann eigentlich nur drei Optionen. Hobbits, Freiläufer oder einfach irgendeine angefangene Base, die aufgehört wurde. Sind die Hobbits nicht auch in der Nähe von euch? Ich habe die Hobbits noch nicht gefunden. Aber ich glaube, die haben auch keine. Also, ich Ja, weiß nicht. aber also ich habe sie schon gefunden, aber da steht noch nichts. Das ist nur ausgeschildert. Bei uns wurde übrigens auch Brandstiftung begangen. Bei unserem Ah. angrenzenden Wald, von unserem Berg. Ah. Das war das, was uns erzählt wurde, was anderen in die Schuhe geschoben werden sollte. Genau, das sollte dem Kaiserreich in die Schuhe geschoben werden. Ich vermute aber, dass es Antikit war. Ja, würde sehr gut hinkommen. Ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir überein, dass wir uns eigentlich nicht in die Haare bekommen wollen. Ja, das ist eine Einigung. Wenn ihr mal etwas zum Handeln braucht, sagt Bescheid. Wir werden wahrscheinlich bald so ziemlich alles, was wir brauchen, in Überfluss haben. Na gut, dann möchte ich euch nicht weiter stören. Einen angenehmen Abend. Sehr gut, Danke freut gleichfalls. mich, Gespräche gemacht zu haben und einen schönen Abend noch. Ebenso. Jo.
So, da kann ich jetzt noch nicht genau werten. Kann man noch nicht werten. Ja. So, schauen wir uns das nochmal kurz an, da, was bei der Basis jetzt gerade ist. Ja, nicht direkt. Ja, jetzt musst du weiterfahren. Ne, hier bringt er nichts. Jetzt sind wir vor der Mauer. Hier jetzt links irgendwo Ja, anlegen. haben Sie das gehört? Da war auf jeden Fall Ja, jemand. da war jemand. Da kann man doch mal anklopfen. Klopf, klopf. Guten Tag. Hallo, ist da jemand? Hallo. 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 Hier scheint niemand zu sein. Vielleicht hier vorne beim Portal? Hallo? Ich meine Stimmen gehört zu haben. Ja, ich auch. Hallo? Macht nichts kaputt, ne? Nee, nee. Hallo? Da sind welche. Ah, ja, Ja, perfekt. hallo? Erwischt. Perfekt. Das Imperium hat einen zweiten Standpunkt. Ja, okay, erwischt. Ja, wir fühlen uns erwischt. Ja, Was das ist sagen Sie unser zu Ihrer Base. Verteidigung? Das ist unsere Base. Ja, das Ja. dachte ich mir schon. Wir wollten uns einen zweiten Stützpunkt aufbauen bei euch direkt Wohne in der hier. Nähe und damit wir dann es schnell haben zu euch, um euch dann zu kapern und so. Wieso sagen die jetzt, das ist deren Base, das ist unsere zweite Base? Ja, ich weiß auch nicht, die wollen uns, glaube ich, auf den Arm nehmen. Na, aber hör mal. Na, Da hör geht's ja mit mal. dem Fisch. Na, hör mal. Hier eine Schatzkarte, vielleicht finden Sie noch etwas, wenn Sie Glück haben. Einfach die Nein, geplünderte es wird Schatzkarte. zweifelig stark. Also wart ihr die Stimmen, die wir gehört haben hier? Ja. Dann wart ihr auch die Stimmen, die und Nametags, die ich unter der Erde gesehen habe. Unter der Erde? Nö, wir sind hier an der Seite längs Moment. gefahren. Da unten war aber irgendwelche Nametags. Was? Unter der Erde? Ja. Oder das war, habe ich irgendwas genommen. Also, wir sind hier unten im Wasser längs gefahren. Nee, wir sind Vielleicht sah gelaufen das tatsächlich. Aber. denn so aus. Wer Das ist ja ein weiß. Zufall. Naja, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das die Base ist von denen. Ja, denke ich auch. Von Santi, weil der Baustil, der. Ich kenne den. Und Ja. damit sind sie relativ mittig. Die sind ziemlich umzingelt von uns beiden. Die sind sehr umzingelt von unserer beider Fraktion. Ja. Na gut, wir würden dann jetzt aber, denke ich, nochmal endgültig abzischen. Ja, ich dich ganz vom Server. Jo, ich wahrscheinlich auch gleich. Ich Ich will auch. nur noch nach Hause. Jo. Tschüss. Muss nicht unbedingt hier Tschüssi. verschwinden. Einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Ciao.